Jahrzehntelang wurde er als der Beste der Bonds gefeiert, aber Sean Connerys Leben hat mehr zu bieten als seine Zeit als Geheimagent. Am 31. Oktober 2020 starb der Schauspieler nach langer Krankheit im Schlaf auf den Bahamas. Dies ist die Geschichte seines Lebens jenseits von Bond. Thomas Sean Connery wurde 1930 in einer Arbeiterfamilie in Edinburgh, Schottland, geboren und erlebte eine Kindheit, die das glamouröse Leben, für das er schließlich bestimmt war, nicht zuließ. So verließ er die Schule im Alter von 9 Jahren, um zu arbeiten und seiner Familie zu helfen, über die Runden zu kommen. I used to walk to work in the dark. My mother went to work at the same time. And then I used to go straight from there at 6 in the morning and go straight to school. Wie viele andere junge Leute war Connery nicht sofort von dem angezogen, was seine sehr erfolgreiche Karriere werden sollte. Stattdessen trat er im Alter von 16 Jahren, etwa ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkrieges, in die Royal Navy ein. Er verbrachte nicht ganz 3 Jahre in der Navy und verdiente sich den Titel eines fähigen Seemanns, der der MHS Formidable zugewiesen wurde. Er wurde jedoch im Alter von 19 Jahren wegen 12-Fingerdarmgeschwüren entlassen, eine Krankheit, die in seiner Familie vorkam. Sowohl vor als auch nach seiner Zeit in der Marine übernahm Connery viele Gelegenheitsjobs, wie Milch ausliefern, Mauerarbeiten, Rettungsschwimmer und sogar Sargpolieren. In seiner Freizeit begann Connery mit Bodybuilding und nahm 1953 am Mr. Universum-Wettbewerb teil. Obwohl er sich schließlich vom Bodybuilding abwandte, nutzte er seinen Körperbau als Künstlermodell am Edinburgh College of Art. Connery wurde wiederholt als einer der sexiesten Männer der Welt gepriesen. Und so liegt es nahe, dass er einen Großteil seiner Jugend mit Aktivitäten verbrachte, bei denen sein Körper und seine Schönheit im Mittelpunkt standen. Well, I mean, what are you supposed to reply to that? Sean Connery war ein sehr engagierter, harter Arbeiter. Es scheint, dass er sich nie auf seinen Lorbeeren ausgeruht hat, auch wenn er von Job zu Job springen musste, bevor er sich zum Schauspielern entschloss. Er verbrachte etwa 8 Jahre damit, als Model zu arbeiten und kleine Rollen und Chorrollen in Theaterstücken, im Fernsehen und im Film zu übernehmen, bevor er in Hauptrollen Fuß fasste. Seine erste große Rolle auf der Leinwand spielte er gegenüber Lana Turner in dem Film Herz ohne Hoffnung von 1958. 4 Jahre später übernahm er die Rolle, die ihn weltberühmt machte, in der Hauptrolle im ursprünglichen James-Bond-Film 007 Jagd Dr. No. Im Rückblick ist es erstaunlich, dass ein Mann aus so bescheidenen Verhältnissen fast zum Synonym für den sexy, kultivierten, internationalen Mann des Geheimnisvollen wurde. Das verleiht der Idee Glaubwürdigkeit, dass jeder wirklich alles werden kann, wenn er sich die Mühe macht und wenn er sehr, sehr viel Glück hat. Als Connery Bond wurde, ging es mit seiner Karriere bergauf. Viele Schauspieler sind Nachkommen anderer Schauspieler. Und Connery vererbte seine schauspielerischen Gene an seinen Sohn aus seiner ersten Ehe, Jason Connery. Obwohl er nicht so berühmt wie sein Vater war, hat Jason eine stetige, stabile Karriere genossen. Seit er 1983 im Alter von 20 Jahren in Verflucht sei, was stark macht, auftrat. Neben der Schauspielerei hat er auch als Regisseur Filmprojekte geleitet. Angefangen mit dem Film Pandemic im Jahr 2008. In einer witzigen Verbindung zu seinem Vater spielte Jason in dem TV-Drama Spymaker – Das geheime Leben des Ian Fleming, eine Verfilmung des Bond-Autors Ian Fleming. Obwohl Connery in den letzten 20 Jahren seines Lebens weltweit als Sir Sean Connery bekannt war, war es ein holpriger Weg, bis er im Jahr 2000 zum Ritter geschlagen wurde. Es ging das Gerücht um, dass ihm 2-mal von Donald Dewar, dem ehemaligen schottischen Labour-Parteipolitiker, wegen seiner politischen Ansichten der Ritterschlag verweigert wurde. Connery ist Mitglied der Scottish National Party, einer Mitte-Links-Partei, die für die Unabhängigkeit Schottlands vom Vereinigten Königreich eintritt. Dazu muss man sagen, dass die Unabhängigkeit Schottlands eine kleine Brüskierung der guten alten Königin von England ist. Daher ist es fair zu sehen, dass Großbritannien die Ehre des Rittertums vielleicht nicht auf einen Mann ausdehnen möchte, der sich so lautstark gegen seine Monarchie stellte. Übrigens starb Dewar im Oktober 2000, nur wenige Monate nachdem Connery in den Ritterstand erhoben wurde. Trotz Connerys Hingabe an die schottische Nationalpartei schien er sehr stolz auf seine Ritterschaft gewesen zu sein. In neueren Rollen wurde er als Sir Sean Connery gefeiert. Obwohl Connerys Aufstieg vom Tellerwäscher zum Millionär eine unglaubliche Geschichte ist, gibt es ein paar schattigere Aspekte seines Lebens und seiner Karriere. Einer davon ist sein angeblich schwieriges Verhältnis zu Steuern. Connery wurde beschuldigt, ein Steuerflüchtling zu sein und außerhalb Schottlands zu leben, um Einkommensteuern zu vermeiden. Er gab 2003 seine Steuerinformationen heraus, um diese Gerüchte zu zerstreuen, obwohl es Behauptungen gibt, dass er mehr gezahlt hätte, wenn er zu dieser Zeit im Land gelebt hätte. Er geriet erneut unter Beschuss wegen angeblichen Vermögenssteuerbetrugs in Bezug auf eine Villa, die ihm und seiner Frau in Marbella, Spanien gehörte. Obwohl Connery freigesprochen wurde, wurde gegen seine Frau Micheline Roquebrune ermittelt. Übrigens wurde der Betrug als Operation Goldfinger bezeichnet. I think you've made your point, Goldfinger. Thank you for the demonstration.
Obwohl er sein Lebensende erreichte, als er auf den Bahamas lebte, ist er unzertrennlich mit Schottland verbunden. Ein Ort, von dem er behauptete, dass er nur dann wieder dorthin zurückkehren würde, wenn es die Unabhängigkeit von Großbritannien erlangt. Aber es gibt noch ein anderes Land, das sich entschieden hat, den berühmten Schotten zu ehren. Estland. Genauer gesagt, der schottische Club von Tallinn, Estland, finanzierte ihm eine Bronzebüste des Schauspielers durch private Spenden. Der schottische Club, der als Gesellschaft zur Verkostung von Whisky gegründet wurde, besteht aus Esten, die in die schottische Kultur verliebt sind, sowie aus einer Handvoll schottischer Auswanderer. Connery ist nicht der erste einflussreiche Schotte, den der Club mit einer Statue geehrt hat. Seine Büste gesellt sich zu der von Robert Burns, dem Dichter des 18. Jahrhunderts, der vielleicht am besten bekannt ist, weil er Auld Lang Syne schrieb und oft als Schottlands Nationaldichter anerkannt wird. Tallinn mag wie ein seltsamer Ort für eine Gesellschaft erscheinen, die schottische Legenden ehrt, aber es ist klar, dass die Mitglieder, die etwa 14.000 Dollar für die Herstellung der Statue gesammelt haben, sich ihre Sache verpflichtet fühlen. So gut wie jede Berühmtheit hat eine Lieblingssache oder eine Lieblingsbeschäftigung, die sie regelmäßig unterstützen. Für Connery hat seine eigene Entwicklung das Interesse an Bildung geweckt. Er war 1971 zusammen mit seinem Freund Sir Jackie Stewart Mitbegründer des Scottish International Education Trust, der vielversprechende Schotten finanziell dabei unterstützt, eine bessere Bildung zu erlangen. Tatsächlich spendete Connery sein gesamtes Honorar aus seiner Arbeit an dem Bond-Film Diamantenfieber an die Organisation. Eine Summe, die laut seiner Website weit über 1 Million Dollar betrug. Seine Wohltätigkeit hört damit nicht auf, aber seine Website weigert sich, die anscheinend unzähligen Wohltätigkeitsorganisationen und würdigen Zwecke aufzulisten, die der Star unterstützt hat. Stattdessen fordert er die Besucher auf, darüber nachzudenken, anderen zu helfen, so wie er es getan hat, und listet seine Hauptinteressensgebiete auf: Bildung, Kultur und Schottland. Es scheint, dass er seinen eigenen großen Durchbruch nicht als selbstverständlich ansieht und anerkennt, dass die Hilfe, die er als junger Mann erhielt, einen unermesslichen Unterschied machte. Sean Connery ist ein Sexsymbol. Die Art von Mann, von der viele nicht überrascht wären, wenn sie erfahren würden, dass sie eine lange Liste von Ex-Frauen und sitzengelassenen Liebhabern hat. Tatsächlich hat er nur eine Ex-Frau, Diane Cilento, und ist seit 1975 mit seiner zweiten Frau, Micheline Roquebrune, verheiratet. Roquebrune ist eine versierte Malerin, die Porträts in hellen Farbtönen bevorzugt. Ihre Galerie ist auf der Webseite ihres Mannes zu sehen. Ihre lange Ehe mit Connery schien zwar liebenswürdig genug, auch wenn sie den Sturz ihres Steuerbetrugsskandals hinnehmen musste, war jedoch nicht immer das perfekte Paar. Der Mann, der am besten für die Darstellung des chauvinistischen Bond bekannt ist, hat selbst einige frauenfeindliche Probleme gehabt. Darunter eine sehr öffentliche, romantische Affäre mit Popstar Lindsay DePaul, einer 18 Jahre jüngeren Frau. Dennoch blieb Roquebrune bis zu seinem Lebensende bei Connery. Für viele Kinobesucher ist an Connery vielleicht das Unverwechselbarste seine Stimme. Diese tiefe, rollende schottische Stimme. Trotzdem hat er nicht viele Vertonungen gemacht und solche Rollen auf einige wenige Spezialprojekte beschränkt. Eines dieser Projekte war 2005 das Videospiel Liebesgrüße aus Moskau, für das er seine Rolle als James Bond wieder aufnahm. Lange davor spielte er Draco, den computergenerierten Drachen in Dragonheart. Als letzter Drache der Erde verbündet sich Draco mit einem ehemaligen Drachenjäger, einem Mönch und einer jungen Frau auf der Suche nach der Rettung Englands vor einem tyrannischen König. Es ist ein lustiges, sentimentales Fantasy-Abenteuer und Connerys Draco passt da sehr gut rein. Erst 2012 kam Connery aus dem Ruhestand und spielte die Titelrolle in dem Film Sir Billy, einem Animationsfilm über einen schottischen Tierarzt, den Connery produzierte. Sein Ton und seine Darstellung machen ihn auch zu einer natürlichen Wahl für einen Erzähler. Eine Rolle, die er nur einmal besetzt hat, für eine Fernsehdokumentation. Abgesehen davon hört man den Mann am besten, wenn man ihn leibhaftig in einem der vielen, vielen Filme sieht, die er als sein Vermächtnis hinterlassen hat.